Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Ausnahmsweise mal wieder nicht bei uns aus dem Betrieb, sondern es ist endlich wieder ein Jahr rum und wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Das ist unser erstes Video. Ich habe die Ärmel für euch hochgekrempelt. Es ist unfassbar warm in diesen Hallen. Anscheinend hat man sich entschieden, am ersten Tag keine Klimaanlage laufen zu lassen. Nichtsdestotrotz, wir filmen für euch. Und zwar als allererstes haben wir uns hier den Pössl Summit 540 Shine ausgesucht. Ihr werdet sagen, kennen wir doch schon von eurem Kanal? Nein, also doch kennt ihr. Aber hier gibt es noch das eine oder andere Neue, unter anderem das Aufstelldach und wie das im Shine umgesetzt ist und ob sich sonst was am Pössl 540 Shine zum kommenden Modelljahr ändert, das zeige ich euch in diesem Video. Also, das ist der Pössl Summit 540 Shine, heute auf der Messe, der erste Tag. Ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren. Das, was hier definitiv auffällt zu den Fahrzeugen, die wir bisher gezeigt haben, ist, dass die Schiebetür nicht so weit aufgeht. Woran liegt das? Wir haben hier hinten ein zusätzliches Fenster. Jetzt stellt sich die Frage, ist das Fenster im Jahr 23 Serie oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich kläre das für euch. Schaut unten, wir blenden das jetzt einfach ein. Fenster ist Serie oder nicht, weil Indikator dafür, dass es nicht Serie ist. Ihr seht, auf der Grundrisszeichnung ist kein Fenster eingezeichnet. Indikator dafür, dass es Serie ist, es steht nicht auf der Preisliste, auf der Ausstattungsliste. Wir schauen mal. Die Frage, ob Serie oder nicht Serie, ist inzwischen ganz klar geklärt. So wie es auf der Messe war, ist prinzipiell richtig. Auf der Grundrisszeichnung ist es nicht drin eingezeichnet. Das heißt, das Fenster ist auch nicht Serie. Ihr seht ja hier den Konfigurator. Wenn man sich dort in den Bereich des Fahrzeugs durchklickt, springen mal so schnell, wie wir können, dorthin. Dann habt ihr, bitte wählen Sie ein Interieur, das machen wir gerne. Dann habt ihr bei den Ausstattungen für den Aufbau, gibt es die Option, wenn man ein bisschen runterscrollt, ich markiere euch das mal da an der Seite, da wo jetzt das Häkchen gesetzt ist. Zusatzfenster hinten rechts, 639 Euro Aufpreis, also Frage eindeutig geklärt. Was man sich aber auf jeden Fall überlegen muss, wenn so ein Fenster drin ist, reicht mir das, wie weit die Tür aufgeht. Da ist eine zusätzliche Sperre drin, die könnte man natürlich auch rausnehmen, dann könnt ihr die Tür weiter aufmachen. Dann habt ihr aber wieder das Problem, dass ihr Gefahr lauft, das Fenster kaputt zu machen. So, und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das aussieht, gewinnt ihr aber natürlich ordentlich an Licht und Luft im hinteren Bettbereich. Ja, um euch mal kurz abzuholen, was der Summit 540 Shine ist und kann, blenden wir euch jetzt hier neben mir einfach mal den Grundriss ein, damit ihr eine Idee habt, wie der aussieht. Also, wir haben einen klaren, normalen 5,40 Meter Wagen. Wir haben das Heckbett hinten quer, dann haben wir davor die Nasszelle auf der Fahrerseite, auf der gegenüberliegenden Seite eine flache Küche mit dem Frontkühlschrank und die Sitzgruppe. Hier vorne, wo ich jetzt sitze. Die Sitzgruppe ist tatsächlich auch das, was dieses Fahrzeug besonders und anders macht als die meisten Fahrzeuge, weil ihr beim Shine serienmäßig immer hier den Einzelsitz habt. Das kennt ihr ja auch in unseren anderen Videos zum Shine. Da verlinken wir euch hier oben in der Ecke einfach nochmal das ein oder andere Video. Und dann könnt ihr das optional aussuchen, wie ihr das haben wollt. Ihr könnt wahlweise den serienmäßigen Einzelsitz nehmen und einen ausziehbaren zusätzlichen Einzelsitz, dass ihr das auf Wunsch zu einer Vierersitzgruppe machen könnt. Ihr könnt eine klare, klassische Zweiersitzbank nehmen oder ihr könnt die Zweiersitzbank nehmen und den Einzelsitz mit reinnehmen. Das heißt, ihr habt hier im Summit 540 Shine die Möglichkeit, einen echten Fünfsitzer draus zu machen. Das könnt ihr bei fast jedem Summit von Pössl. Muss echt aufpassen, weil zum Modelljahr 23 sich so viele kleine Details ändern. Also immer noch mal in die Listen gucken, ob das wirklich so ist, was ihr wollt. Weil sich einfach vieles ändert. Wenn ich mir aber vorstelle, ich habe hier einen Zweisitzer mit dem optionalen Einzelsitz, also fünf Sitzplätze, dann habe ich ein Doppelbett hinten mit dem optionalen Aufstelldach, noch ein zusätzliches Doppelbett oben und kann hier vorne noch mit sowas wie dem Camp Sleep zum Beispiel ein fünftes Bett bauen. Das heißt, ihr könnt wirklich in einem 5,40 Meter Fahrzeug zu fünft reisen. Will man das? Ich weiß es nicht genau. Mir wäre es zu eng, für uns ist ja schon 6 Meter zu viert eine enge Nummer. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass ihr hier in der Sitzgruppe, und das ist eine der Besonderheiten, die den Summit so besonders machen, in dem 540er Bereich, habt ihr den freischwebenden Tisch. Ihr habt gesehen, wie einfach das geht. Einfach hochziehen, rüberklappen und dann hat man hier eine richtig schöne Bewegungsfreiheit. Wer das
wer unsere Videos kennt aus den letzten Zeiten, es ist tatsächlich so, dass wir auf den Messevideos jetzt erstmal die Preise komplett außen vor lassen. Warum tun wir das? Weil wir ehrlicherweise nicht wissen, ob sich irgendwas ändert. Wir werden euch unten in der Videobeschreibung einen Link zu der Pössl-Preisliste mit einblenden. Und genau das haben wir uns jetzt anders überlegt. Wir machen euch unten keinen Link rein, sondern wir gehen gemeinsam mit euch die Konfiguration durch. Wer da ein bisschen selber spielen kann, kann auf der Pössl-Website sich den Konfigurator in Ruhe anschauen. Dort könnt ihr euch einfach mal durchklicken, aber wir werden jetzt mal versuchen, genau das Auto nachzubauen, was ihr dort im Video seht. Deswegen bin ich hier schon mal auf der Pössl-Website, die ist hier neben mir eingeblendet, und habe mir da den Summit Shine 45 schon mal rausgesucht. Und gehen wir da einfach mal auf Jetzt konfigurieren und klicken uns da durch. Der Wagen, der auf der Messe stand, ihr habt hier im oberen Bereich, könnt ihr die Motorisierung wählen, Citroën, Fiat, Peugeot. Der Wagen, der dort stand, war ein Peugeot. Dort ist die Auswahl der Motorisierung relativ leicht. Den gibt es nur mit 165 PS als 3,5 Tonnen Leitchassis. Wenn ihr euch die anderen Motorisierungen anschaut, dann seht ihr, dass es bei Fiat verschiedene Varianten gibt, 120 und 140 PS. Für diejenigen von euch, die Automatik wollen, wäre das die Option. Aber Fiat hat halt aktuell bei den 540ern die großen Motoren rausgenommen. Das heißt, da ist die Maximalmotorisierung, die wir bei Pössl bestellen können, 140 PS derzeit. Alternativ und das, was wir momentan auch am meisten verkaufen, wäre es der Citroën. Dort habt ihr von 120 über 140 bis 165 PS alles mit dabei. Die 165 PS sind auch 1:1 deckungsgleich mit dem, was ihr bei Peugeot seht. Bei Citroën hättet ihr auch noch die Option, das Ganze als Maxi-Chassis zu bestellen. Wir wollen aber ja jetzt nachbauen, was wir in dem Video sehen. Dort also der Peugeot, 165 PS, 3,5 Tonnen Leitchassis, Grundpreis 52.828 Euro. Außenfarbe ist einfach gewählt, der Wagen ist weiß, passt auch gut zu dem weißen Aufstelldach, kostet auch keinen Aufpreis. Innendekor, Holzdekor, Mokka, ebenfalls einfach gewählt, gibt nämlich keine Option. Habe ich doch schon gewählt, machen wir nochmal weiß, Innendekor. So, und Polster, die dritte sehr einfache Entscheidung, Grigio Lucente, auch das einzige, was als Option für den Summit Shine zur Verfügung steht. Und dann fängt es letztendlich an, ein bisschen interessanter zu werden. Einmal haben wir dieses All-In-Paket Mega, was bei Peugeot und Citroën nahezu alles abdeckt, was ihr fürs Basisfahrzeug haben könnt. Es gibt nur noch so ein paar Kleinigkeiten wie Alufelgen, Klimaautomatik und sowas. Der Wagen, den ihr im Video seht, hat zum Beispiel die 16 Zoll Alufelgen mit dabei. Dann hat er eine Klimaautomatik mit dabei und ansonsten ist nahezu alles, was ihr dort seht, schon im Serienumfang mit dabei. Traction Plus hat der noch als Ausstattung mit dabei gehabt und ehrlicherweise weiß ich nicht mehr genau, ob die Assistenzsysteme mit dabei waren. Da es aber ja sowieso eine Wunschkonfiguration von euch ist, nur an dem Wagen orientiert für euch die Info. Wer wollen würde, könnte bei Peugeot und Citroën solche Assistenzsysteme wie Notbremsassistent, da ist auch gleichzeitig so ein Spurhalte-Warnassistent mit dabei und eine Verkehrsschilderkennung und solche Dinge mitbestellen. Die lassen wir für diese Konfiguration jetzt aber außen vor. Im Innenbereich ist das schon ein bisschen mehr, was man wählen kann. Dort haben wir Summit-typisch die Wahl zwischen dem serienmäßigen Einzelsitz, ergänzt mit dem zweiten Einzelsitz oder Bank mit Einzelsitz dazu. Hier haben wir den vierten Sitzplatz Summit Shine, so heißt das Ganze. Das ist dieser rausziehbare Sitz, der nur bei Bedarf reingeklickt wird. Wenn ihr sagt, ich will eine dauerhafte Sitzbank, müsstet ihr hier eine Option nach unten gehen, kostet exakt das Gleiche und dann hättet ihr die Doppelsitzbank dort hinten. Wir machen aber jetzt das, was im Video ist. Dann haben wir das Aufstelldach, ist zwar in Fahrzeugfarbe, aber bei Weiß könnt ihr euch die 1000 Euro Aufpreis sparen, weil das Dach im Serienzustand immer in Weiß kommt. Dann hat der Wagen in dem Video das Ambiente-Licht im Aufstelldach mit dabei. Dann haben wir noch einen zusätzlichen Steckdosensatz in der Sitzbank. Das ist, glaube ich, was man immer mit dazu nehmen sollte, dass ihr einfach so viel Steckdosen, wie ab Werk zur Verfügung stehen, mit rein konfiguriert. Als Heizungsbedienteil würde ich immer das bessere Bedienteil nehmen. Also in dem Fall bei den Summit Shine ist es das iNet-X-Bedienteil, also die neue Touch-Bedienung, die es für die Truma-Heizung gibt. Und was ihr wählen könnt, ist, ob ihr anstelle der serienmäßigen Kombi-4-Heizung, so wie er jetzt auf der Messe steht, eine Kombi-6-Heizung, also 6 kW Heizleistung statt 4 kW haben wollen würdet,
Oder dann noch als Ergänzung, wenn ihr die große nehmt, als 6E, das heißt mit Elektrounterstützung, heißt übersetzt 230 Volt, Heizmöglichkeit für Warmwasser und Heizung, aber nur, wenn ihr angestöpselt auf dem Campingplatz steht. Beim Summit ist das Winterpaket meistens mit dabei, das vorhin schon angesprochene Zusatzfenster hinten rechts. Die Multi-Roof-Ablage hat der Wagen jetzt mit drin, das ist dieses Klappbrett oberhalb der Fahrerhaussitze. Dann hat er die Zuziehhilfe und dann dürfte es das schon gewesen sein. Genau. Dann gehen wir hier weiter zur Zusammenfassung, scrollen einmal nach unten und haben da den Gesamtpreis. Also das Fahrzeug, was ihr dort im Video seht, hat einen Listenpreis mit dem Aufstelldach, mit großem Motor, mit all den Dingen von 68.254,00 €. Heute, es ist Freitag, der Fachbesuchertag, morgens früh, ist immer noch nicht alles fertig. Das ist eine total undankbare Zeit, gerade für Wohnmobilkunden und auch vor allem für Wohnmobilhändler. Aber da haben wir uns fest vorgenommen, mit unserem Studio, was wir euch neulich gezeigt haben, immer wieder für Klarheit zu sorgen und auch die einzelnen Sachen mit euch aufzuarbeiten und zu gucken, wo es hingeht, damit ihr einfach wisst, worauf ihr euch einlasst. Und genau das ist der Punkt, warum ihr jetzt den Kanal abonnieren solltet, damit ihr auch in Zukunft kein Video verpasst. Das, was dieses Auto einfach besonders macht, ist auf jeden Fall, dass er perfekt für 2 bis 3 Personen ist, total großzügig in der Sitzgruppe. Und was es eben anders macht als alle anderen Pössl, ist das, was Pössl Multi-Roof nennt. Multi-Roof heißt, ihr müsst nicht mehr entscheiden, ob ihr den großen freien Durchstieg habt, wie beim Prime oder beim Trenta oder bei den Globe Car Elegance Modellen, sondern ihr habt hier diesen Doppelboden, der jetzt eingerastet ist. Das heißt, ihr könnt das einfach, den ganzen Fachkammern rausnehmen und so könnt ihr eben entscheiden, fahre ich mit vollem Gepäck eine größere Tour, brauche ich den Stauraum, könnt ihr das hier alles vollpacken, seid ihr irgendwo mal ein Wochenende oder wollt einfach mehr Bewegungsfreiheit haben, könnt ihr das Ding hier auch komplett rausnehmen und dann ist es hier einfach ein viel großzügiger Durchstieg und damit einfach eine schöne, aufgeräumte, helle Variante. Was bisher noch nicht geht, ist, dass hier so ein Skyroof reinkommt. Das könnte ich mir vorstellen, dass zum Modelljahr 24 vielleicht auch noch mit dazu kommt. So, wir schauen uns jetzt mal an, was es der Summit Shine noch für Besonderheiten drin hat. Ich tupfe mir mal kurz die Stirn ab, trinke einen Schluck Wasser und dann geht's sofort weiter. Messe Düsseldorf ist für mich ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich kenne jeden Stand auf der Messe seit über 25 Jahren, laufe ich in diese Messe rein und laufe denselben Weg seit 12 Jahren aus demselben Hotel. Man merkt, wie routiniert man in den Sachen wird. Und es ist echt, man sieht alle, ich will nicht sagen, das sind alles Freunde, die hier sind, aber man sieht ganz viele bekannte Gesichter und wir können uns ganz toll austauschen. Und dazu habe ich noch die Möglichkeit, euch die Autos zu zeigen. Irgendwie schon eine coole Sache. Ja, der Summit 45 Shine. Was der Shine grundsätzlich hat, das war ja schon unser Aufhänger bei den letzten Videos, erscheint. Er scheint vor allem im Sinne von mehr Lampen. Ihr habt hier die integrierten Leuchtbänder in den Klappen. Ihr habt hier oben die indirekte Beleuchtung dort oben mit drin. Und ihr habt dazu einen sehr hellen, freundlichen Ausbau, der mit diesen grauen Flächen, dunklen Holzapplikationen und dem hellen Stoff einfach deutlich neutraler und moderner ist, als Pössl in vielen anderen Autos ausbaut. Was ich finde, ist, dass es wirklich ein Fahrzeug ist, wo man sich in der 5,40 Meter Klasse, die muss man ja immer als Referenz mit reinnehmen, deutlich besser bewegen kann. Und ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Die Sitzgruppe haben wir eben gesehen. Ihr habt eine richtig schöne Arbeitsfläche hier vorne in der Küche. Reicht die noch nicht? Ach, guck mal. Muss euch auch bewusst sein. Ich lerne ja in jedem Video dazu. Wenn ihr den optionalen Schiebesitz hier bestellt, also die Sitzverbreiterung, solange der ausgeklappt ist, kann man hier die Arbeitsplatte nicht ausbauen, aber die ist ja eher zum Transport einer vierten Person gedacht, nicht unbedingt zum Reisen. Wenn der weg ist, habt ihr hier nochmal eine zusätzliche Arbeitsplatte und dann hat man hier fast eine Winkelküche. Hier vorne die Arbeitsfläche ist natürlich so groß, weil wir auf der Stirnseite den großen Kühlschrank haben. Mein Lieblingskühlschrank, beidseitig angeschlagen, so dass ihr von drinnen und von draußen drankommt. So oft, wie ich schon gesagt habe, das ist mein Lieblingskühlschrank, müsste ich mich mal an Dometic wenden und fragen, ob die nicht mal als Sponsor bei uns auftreten wollen. Aber trotzdem, ihr habt eine coole Idee gehabt, deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Gegenüber von der Küche haben wir die Nasszelle und das ist das Schwenkbad. Das Schwenkbad habt ihr in jedem Pössl.
Und das Bad ist ja eine der Fragen, die man sich beim Wohnmobilkauf stellen muss. Was will ich? Will ich gar kein Bad? Dann ist eher am ersten Aufstelldach. Will ich ein Schwenkbad? Dann seid ihr in den Summits richtig. Will ich ein Raumbad? Dann habt ihr zum Beispiel in der 5,40 Meter Klasse den Roadcamp R. Da verlinken wir euch auch hier oben nochmal das Video. Oder will ich eine klassische Nasszelle? Die habt ihr natürlich auch. Was bedeutet jetzt Schwenkbad? Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich zeige es einfach nochmal. Ihr habt hier eine komplette Klappwand, die insgesamt aus in so einem kleinen Fahrzeug trotzdem eine Art echte separate Dusche macht. Eine großartige Idee. Aber jedes, wo Licht ist, ist auch Schatten, sagt man doch so schön. Und für mich zum Beispiel als sehr großen und kräftigen Mensch, ja eh zu groß für einen Kastenwagen, muss ich ganz klar sagen, ich könnte hier duschen, aber es ist schon auch etwas enger. Das muss man ein bisschen relativieren, weil wenn ich die Schiebewand rüberschiebe, ist hier mehr Platz. Aber mich richtig einzuseifen, mir gründlich die Füße zu waschen, wie meine Mutter mir erklärt hat, was ich immer machen soll, das ist hier gar nicht so einfach. Die meisten Leute von euch duschen aber ja eh nicht so viel in den Kastenwagen und man hat einfach weniger hinterher trocken zu machen. Und so eine Schwenkwand nimmt natürlich auch ein bisschen Platz weg. Das heißt, auch auf der Toilette wird es etwas enger, als es in einer klassischen Nasszelle wäre. Also es gibt überall ein Pro und Contra. Schaut es euch am besten in Natura irgendwo an. Das Schwenkbad hat auf jeden Fall einen mega Erfolg, weil es bestimmte Dinge, eben separate Toilette, separate Dusche auch in kleinen Kastenwagen einfach besser macht als andere. Ansonsten ist es eine aufgeräumte, schöne Nasszelle. Vielleicht ein kleiner Haken an dem Schwenkbad ist, dass es kein Fenster in der Nasszelle zu bestellen gibt. Was schade ist, was meist kein Problem ist bei diesen Fahrzeugen. Wenn ich aber zusätzlich das Aufstelldach drauf habe, so wie hier, fehlt mir auch die Dachhaube, die sonst serienmäßig wäre. Und dann ist echt ein bisschen wenig Luft im Schwenkbad. Das heißt, ich würde denken, wollt ihr ein Aufstelldach, fahrt ihr wahrscheinlich mit einem anderen Auto einen kleinen Tick besser. So. Wir wissen, wie die Sitzgruppe aussieht, wir wissen, wie die Küche aussieht, wir wissen, wie die Nasszelle aussieht. Was uns noch interessiert ist, wie das Bett aussieht, das schauen wir uns gleich von hinten an und vor allem, wie es da oben aussieht. Wobei, so viel Überraschung erwarten uns da auch nicht. Es ist Messe, wir müssen hier pronto rapido, schnell durch die Autos durch, die nächsten warten vor der Tür. Wir haben ein normales Aufstelldach. Das, was bei diesem Aufstelldach wirklich besonders ist, ist, dass wir mehr Fensterfläche haben. Das heißt, ihr habt hier die großen Dreiecksfenster, hier vorne das große Fenster. Das heißt, es geht insgesamt deutlich mehr Luft in das Aufstelldach rein. Und das, was einfach bei Pössl wirklich eine schöne Lösung mit dem Aufstelldach ist, ist, dass wir hier oben eine Dachhaube haben, die serienmäßig im Aufstelldach mit da drin ist. Das heißt, auch wenn das Dach runtergeklappt ist, habt ihr Licht in der Sitzgruppe. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die in meinem Columbus, den wir aktuell nutzen, mir ein bisschen fehlt. Aber da machen wir demnächst nochmal so ein Was ich mag, was ich nicht mag Video. Das ist einer der Kritikpunkte an dem Columbus. Und das hier ist toll, dass ich auch bei runtergeklapptem Aufstelldach Licht und Luft in der Sitzgruppe habe. Ansonsten ist Aufstelldach eine coole Lösung, gerade bei kompakten Fahrzeugen. Und ich liege da oben echt gerne, weil gerade wenn es warm ist, kriegt man richtig schön viel Luft. Und jetzt schauen wir uns nochmal das Bett hinten an und dann sind wir auch mit dem Summit 45 Schein schon durch und gucken mal, was es sonst noch so hier zu sehen gibt. Wir sind einen kleinen Tick weiter. Der Katalog sagt, der Prime hat das Fenster serienmäßig an der Seite, der Schein und der normale Summit eigentlich nicht. Ob es eine Option in der Preisliste ist, werden wir jetzt nochmal rausfinden. Insgesamt habt ihr hier hinten ein schönes großes Bett. Ich habe hier mein Leider haben wir unseren Lasermesser nicht mitgenommen. Ich versuche mal hier mit meinem Pössl Group Miniaturmaßband rauszufinden, wie breit das Bett ist. Ups. So, was haben wir hier? Genau 1,40 Meter. Wir werden ja sowieso, wenn die Autos alle bei uns sind, das nochmal genau im Detail nachmessen. Insgesamt ein normales Doppelbett, was ihr bei den 45ern hier mit drin habt. Das auf jeden Fall unser Pössl Summit 540 Schein mit Aufstelldach. Eine Variante für euch. Schaut es euch an, wenn ihr mehr Fahrzeuge mit Aufstelldach sehen wollt. Vielleicht eine Nummer größer mit Längsbetten. Einfach mal hier den Roadster 600L anschauen, hier oben in der Ecke. Und ansonsten gibt es natürlich bei Westfire die ganze Baureihe Dex Columbus auch mit Aufstelldächern. Und damit ihr diese ganze Arbeit nicht alleine machen müsst, gucke ich mal mit euch gemeinsam, wo ihr Aufstelldächer bestellen könnt. Das ist bei Pössl nämlich ein bisschen unübersichtlicher, weil das nicht bei allen Fahrzeugen geht, aber eben bei sehr, sehr vielen. Die kleinen Autos, also die Vanline, alles was auf Vito, V-Klasse, Citroën Space Tourer ist, haben serienmäßig ein Aufstelldach. Die können wir hier einfach mal zur Seite legen. Dann gibt es bei Pössl ja drei Marken. Pössl, Globecar und Roadcar.
Bei Globecar prinzipiell gar kein Aufstelldach möglich, deswegen habe ich das Häkchen hier nicht gesetzt. Bei Roadcar und bei Pössl geht das. Da gibt es grundsätzlich 32 Grundrisse, schmeißt er mir hier aus. Und da könnt ihr sehr viele Fahrzeuge von mit Aufstelldach bestellen. Bei den D-Line-Fahrzeugen, also alle Pössl, die in Isny im Allgäu gefertigt werden, könnt ihr bei nahezu allen das Aufstelldach bestellen, bis auf die ganz hohen Fahrzeuge, also der Road Cruiser XL und der Road Cruiser Revolution. Es gibt kein Aufstelldach für den ganz hohen Ducato. Und die Trenta-Modelle, das heißt die Fahrzeuge, die vorne den Dachausschnitt haben, weil dort ein Querspriegel wohl fehlt und es deswegen bei dem Fahrzeug nicht geht. Aber ansonsten könnt ihr für alle D-Line-Fahrzeuge Aufstelldach bestellen und bei den H-Line könnt ihr für die meisten Summits ein Aufstelldach bestellen. Es geht nicht beim Summit Prime und beim normalen Summit, wenn ihr das Skyroof dazu bestellt, weil einfach die Kombination aus Skyroof und Aufstelldach nicht funktioniert. Wenn ihr sowas wie das Skyroof und ein Aufstelldach zusammen haben wollt, dann wechseln wir hier mal auf den Reiter Westfalia. Dort gibt es auch Aufstelldächer zu bestellen. Dort könntet ihr beim Columbus bei den 540ern und 6 Meter Fahrzeugen Aufstelldach mitbestellen und da kann man es wiederum auch mit dem Skyroof Glasdach kombinieren. Ansonsten ist es bei Westfalia so, dass ihr den James Cook, so wie er hier eingeblendet ist, mit Aufstelldach haben könnt. Und mehr gibt es bei Westfalia dann tatsächlich nicht. Und bei La Strada können wir uns das Leben auch ganz einfach machen. Aufstelldach ist nicht in der Optionsliste vorhanden. Das heißt, wollt ihr ein Aufstelldach, seid ihr bei La Strada falsch. Die meiste Auswahl habt ihr bei Pössl. Und bei Westfalia gibt es eben auch ein paar richtig schöne Varianten. Wir ziehen mal weiter und gucken, was die Messe in Düsseldorf uns noch so zu bieten hat. Und ich weiß, dass da noch mindestens zwei weitere Pössl Shine stehen, die für euch interessant sein könnten. Viel Spaß, bis bald, alles Gute!